Hallo Leute und willkommen hier zurück bei LeoCraft. Im heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr einen vollautomatischen Bahnübergang bauen könnt, der die Schranken schließt, wenn ein Zug kommt. Das Ganze funktioniert ohne Commands und ist nur mit Redstone gelöst. Und ihr braucht dafür... Wir fangen mal an, indem wir uns Blöcke holen. Dann brauchen wir Schienen. Wo sind die? Wir machen das einfach so. Wir brauchen danach Schienen. Und zwar eine bestimmte Sorte, nämlich die Detektorschiene. Und natürlich die normalen, die ihr gerade habt. Dann brauchen wir Redstone, und zwar normales Redstone, Verstärker, Fackeln und Vergleicher bzw. Komparatoren und eventuell auch noch Lampen. Das kann man machen, wie man Bock hat. Dann brauchen wir noch ein paar Kolben. Und zwar klebrige werden benötigt, die normalen nicht. Und zu guter Letzt brauchen wir noch Zäune oder Mauern. Welche ihr nehmt, ist euch überlassen. Oder irgendwas anderes, halt das, woraus dann eure Schranke besteht. So, dann können wir anfangen. Bei mir ist das, was jetzt hier mit Bruchstein gemacht ist, eine Straße, die überquert. Die könnt ihr so breit machen, wie ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr dann das auch unten weiterbraucht. Wir fangen an mit unseren Kolben, indem wir uns hier erstmal Hilfsblöcke hin tun, 3 Stück. Beziehungsweise, wenn ihr 4 breit baut, dann müsst ihr auch 4 werden. Daran kommen klebrige Kolben, die nach oben ausgerichtet werden. An beiden Seiten. Und dann kommt auf die Sticky Pistons oben drauf eure Schranke. Ich empfehle euch, hier dann noch irgendwie was hochzubauen an der Seite, denn wenn das rechts und links noch ein Block ist, wird es beim Hochfahren als eine gerade Linie, weil dann haben die Dinger nicht mehr diese Pfosten. Außer natürlich bei Zäunen, bei Mauern sieht es so schön aus. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Ich lasse da jetzt aber mal die Pfosten weg. Und dann ist dieser Teil auch schon fertig. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit der Ansteuerung. Dazu kommen hier Blöcke hin, davor auch. Und dann kommt hier in die Mitte ein Verstärker, nebendran normales Redstone, welches sich dann auch so gerade ausrichten sollte. Dahinter kommen Bretter, welche das Redstone hier abziehen und zusammenführen. Das Ganze wird auf der anderen Seite auch nachgebaut. Also Blöcke, in die Mitte ein Verstärker, rechts, links Redstone. Theoretisch würde es statt den Verstärkern auch einen Komparator geben, aber gerade im Survival sind Verstärker billiger und Verstärker verursachen nicht so viel Lags wie Komparatoren. Wobei Komparatoren, könnte sein, dass sie, kann sein, ja doch, die müsste gehen. Aber macht es am besten mit Verstärkern. Das geht am einfachsten, denn bei Komparatoren bräuchtet ihr dann 3. Und da ist das die einfache Möglichkeit. Als nächstes müssen wir uns entscheiden, von wo der Zug kommt. Und zwar, bei mir kommt der Zug jetzt immer von rechts. Und zwar in ausreichendem Abstand muss so eine Detektorschiene rein. Die tue ich bei mir jetzt mal
hier dran. Wo die bei euch hinkommt, ist egal. Wichtig ist, dass jetzt, wenn ihr die Schiene so baut, dass sie von beiden Seiten befahren werden kann, dass ihr von beiden Seiten auch so eine Detektorschiene mit Redstone-Kabel herlegt, welche dann verbunden werden. Ich mache das jetzt nur von einer Seite. Und zwar muss man irgendwie sich das Signal abgreifen mit Redstone und dann zu einer bestimmten Stelle führen, wo dann die nächste Apparatur gebaut wird. Die nächste sieht so aus. Wir brauchen einen Verstärker ist das, und bei der anderen Seite müsste dann spätestens hier das Kabel von der anderen Seite herkommen. So, dann geht das in einen Block. Ne, in einen Redstone. Da rechts daneben kommt auch nochmal ein Redstone. Dann Repeater, Komparator, Block und Redstone. So sollte das aussehen, ein ganz normaler Kondensator. Und dann können wir an dieser Stelle unseren Output hernehmen. Beziehungsweise ich nehme den jetzt mal hier raus. Führe den dann einfach einmal außen rum. Genauso kann man sich hier auch einen Output rausnehmen. Führe den dann ebenfalls bis hierhin. Beachte, dass so würde es nicht funktionieren, oder? Doch, so wird es auch funktionieren. Also funktioniert so auch. Wurde das geändert in der Windows 10 Edition? Tatsächlich. Es wurde geändert. Also wenn ihr denn in der Windows 10 Edition seid, könnt ihr statt den Verstärkern auch sowas machen. Und dann könnt ihr die Reihe abreißen. In der Java Edition funktioniert es nicht. Man lernt immer dazu. Und dann könnt ihr das viel einfacher machen, wenn ihr in Windows 10 Edition seid. Die mir das so macht. Also das hier ist der Aufbau für die Windows 10 Edition. Bei den Java Edition muss der Aufbau so sein, wie eben gezeigt. Ich mache das hier nochmal auf der Seite, den Java Edition Aufbau. Weg. Also, hier der Aufbau, wie in einer Java Edition sein sollte. Auf der anderen Seite, so geht es in einer Windows 10 Edition viel einfacher. Jetzt, wenn ein Zug kommen würde, egal was für einer. Wo sind die Loren? Die sind, glaube ich, hier, oder? Nee. Gott, ich kenne mich in diesem Windows 10 Edition Inventar noch immer nicht aus. Also wenn jetzt eine Lore, ganz egal was für eine, kommt. Und zwar von einer x-beliebigen Seite. Wenn ich da jetzt drüber fahre, seht ihr, die Bahnübergänge gehen sofort hoch, bleiben dann eine Zeit lang oben und gehen dann wieder runter. Zusätzlich dazu kann man noch Lampen anschließen. Deren Bepowerung geht am besten von unten her. Oder von der Seite. Ihr tut Lampen hin. Setzt dann die Strecke noch etwas weiter. Und führt dann Redstone. Ne, das funktioniert. Redstone führt ihr dann irgendwie rein. Und zwar macht ihr das am besten durch einen Block. Ne, nicht durch einen Block. Durch einen Verstärker. Der euer Signal dann in einen Block leitet. Denkt dran, Shift-Klick. Darauf kommt einmal Redstone. Und dann könnt ihr hier eure zwei Lampen drauf tun. Wieder mit Shift-Klick. Und dann sollten die auch angehen als Warnsignal. So kann ich euch zeigen. Seht ihr, die Lampen gehen an. Und nach einer Zeit wieder aus. Wir können dann an den Komparator noch ein bisschen rumspielen. Das heißt, mir ist es jetzt hier ein bisschen zu lang.
Dann kann man die hier wegnehmen, dann ist das Signal deutlich kürzer. So, jetzt ist die Länge nur noch halb so lang. Ich hoffe, das reicht noch aus. Also da muss man ein bisschen rumspielen. So. Ja, das hat auszureichen, das reicht. Dann spart man auch etwas und dann ist der Bahnübergang fertig. Ich zeige es euch jetzt nochmal eine Besonderheit. Nochmal hier. Wenn links und rechts kein Block davon ist, ist diese Art Schranke, wenn ihr sie mit Mauern macht, am Ende abgeschlossen mit zwei Pfosten. Ansonsten ist es so eine einzige durchgehende Wand. Ja, so weit, so gut. Das wäre es. Man kann noch ziemlich viel machen. Man kann beispielsweise noch irgendwo eine Glocke einbauen mit dem Notenblock. Man könnte auch noch Blinklicht einbauen, aber das ist erstmal ein einfacher Bahnübergang, wie ein Redstone-Anfänger nachbauen können. Wie gesagt, in der Windows 10 Edition funktionieren hier beide Versionen. Die von den Nutzer von Java Edition müssen die rechte Variante nehmen, die hier auch gebaut wurde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbauen dieses Bahnübergangs und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis bald.